Moin Moin, willkommen zurück zur Wahlrunde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich sehe schon oben Magier ist da, das ist schon mal super. Da wurde Kingsguard genommen, interessant. Es geht trotzdem als Burg. Welcome to Nova. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall die Mana-Häuser Crab Lords. Ist schon mal stark. Pyrus hätte ich. Die Masken. Die Masken tausche ich aus lieber gegen die. Ich hätte auch gerne noch die, aber das ist zu viel. Wir starten mit dem Crab Lord. Mit Magier können wir nachher viel machen. Der Bonecrusher. In der Schnecke hätte er verschissen. Crawl könnte eine Hydra werden. Nicht so wie beim letzten Mal, der sie ausgetauscht hat gegen gegen eine Gatling Gun. Das war Müll. Auf jeden Fall habe ich genug magischen Schaden. Das steht schon mal fest. Er hat noch kleine Skelette gebaut, okay. Ja, Eiersack. Da muss er jetzt einen Robo reinknallen, sonst wird das nichts. Regeneriert. So. Wir machen mal noch ein Mana raus. Die können sich dann mit dem Magier gut regenerieren. Ist gar nicht schlecht. Der ging noch mit raus, sehr gut. Elite Archer. Na, das wird wohl nichts. Eiersack gesaved. Da war er extra mega, mega viel gebaut. Können jetzt mal einen fünften Worker gehen. Wölfchen können wir eigentlich in den Split packen. Ist natürlich jetzt ärgerlich, eine fette Hydra. Hier sind Seeschlangen mit dabei. Schränke mich schon mal ein mit dem, was ich senden kann. Dass ich nur Nahkämpfer schicke.
Es wird schwierig. Ich würde es trotzdem auf 6 schicken. Ein bisschen Stich mit rein. Für die Schlange. Noch eine Seeschlange. Ich werde jetzt einen Baum platzieren, weil er wird mir wahrscheinlich jetzt schicken. Und der Baum ist stark nächste Runde. Also etwas verstärkt. Ist nicht super strong, aber etwas verstärkt. Können wir ruhig hier mit hinpacken. Bazookas mit dazu. Zum Zeus können wir die machen. Magischer Schaden an sich, das ist mal da. Ja, Schnecke ging noch raus. Double Blut. Mana rausplatziert. Ich werde es wohl nicht halten. Double Blue ist schon ganz schön stark. Ich komme aber auch durch. Okay, er hat gehalten, auch wenn nicht gerade gut. Wenigstens ein bisschen. Wir holen erstmal einen Worker. Das ist wichtig. Dann baue ich die Daphne auf. Daphne ist strong. Nochmal eine Brute. Aber diesmal eine einzelne. Oh, hat Pegasus aufgebaut. Oh, schade. Greift den Unhold sofort an. Was ist das denn hier? Da wird Mini-Leben übrig gelassen. Und die greifen die Blut gar nicht an. Mein Unhold war sofort tot. Das finde ich schon eine Frechheit. Elf Gold würden mir fehlen. Wir machen das mal so. Haben wir noch ein bisschen verteilt. Ey. Triple Turtle. Mach Spawn! Jawohl!
Pack die da rein. Ist ganz schön lange gesammelt. Da müssen wir das auch nutzen. Madman, jawohl, der ist da durch den Packleader. Ist nur noch leichte Verteidigung da. Und Arcane. Aber es lebt nicht mehr so viel. Packleader und 2 leben nur noch. Oh, mega Schad. Wäre wenigstens 2 durchgekommen. Ja, 12 sieht sehr gut aus für mich. Hilft aber auch. Ja, auf jeden Fall Magier mitnehmen. Ganz schön weit runter. Aber nur 11 locker. Double Kanonenschütze. Wollen noch Spawn rausgeholt. Ah, es wird eng. Jawohl. 6 Leben hat er nur noch. Krasser Shit. Auf jeden Fall 2 Worker reinhauen. Und das habe ich nicht zu blocken. Und die Mage. Mage drauf. Und dann haben wir noch Crablord hin. 100%ig. Da komme ich bei noch einem Baum. ...190 drunter und ich hatte trotzdem gehalten. Da sieht man halt, wie ein guter Split und Einheiten mit Spawns beispielsweise, wie viel die ausmachen. ...220 wieder geschickt bekommen. Darlehen haben sie genommen, ja. Aber ich habe gut gehalten. Das ist wichtig. Ich glaube, die 2 Wölfe auf. Das reicht. Den Proof kriege ich noch raus. Er hat Mage genommen für den Jünger. Let's go, boys. Hätte auch anders sein können, aber hat sich doch für den Mage entschieden. Weil er den Jünger noch in petto hatte. Hat er jetzt noch schnell hingebaut. Jawohl, ich bin durch. Da kamen King Upgrades raus.
Sehr schön. Ist nicht viel, aber ein kleiner Bonus. Den nehmen wir gerne mit. So, Double Zeus. Wir könnten hier den Baum nehmen. Ja, wir müssen mal aufwerten. Jetzt alternativ auch vorgeschlagen. Einmal geht noch. Arkane Verteidigung hat er nur den Pegasus. Den hat er nicht mal zum Jünger hingestellt. Hab wahrscheinlich nicht geguckt, dass es Mage gab. Ja, ich weiß nicht. Wir sollten wahrscheinlich auf 16 gehen oder so. Ja, für ihn sind Magic Grapes ein bisschen besser. Wir werten hier mal ein bisschen auf. Können wir noch einen Wolf platzieren? Er hat Bürger gegangen. Also meiner hat gesammelt. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht, aber er sammelt auch. Er hat kaum Völker. Das sieht nicht so gut aus. Ich bin mit 2800 komplett dabei. Er ist ein bisschen overbuild, aber nur ganz wenig. Was soll man machen? Ja, da kann ich zwei Dinos reinpacken. So, das war's. Dann ist schon Schluss. Noch einen Pegasus verstärken. Ja, viel bleibt mir nicht übrig. Oh. Allergie ist wieder stark heute. 620, Mann. Bomb Explosion. Neue Krabben gespawnt. Sieht gar nicht schlecht aus. Oh, die Jünger, die ballern rein. Krabs. Spawn Krabs. Jawohl. Ich habe geheilt, ich bin sogar durchgekommen mit Mini-Leben. Der ist auch durch mit dem Shutdown. Ich habe gehalten. Das ist gar nicht schlecht. Und das kann ich nicht blocken, so. Aber da gab es erstmal gut Kohle hier drüben. 52 für den Dicken. So, wir werden jetzt. Darkness goes. The way is sharp. Die aufwerten. Den werte ich noch mit auf. Der Max Schaden hat dann nur seine Gargoyles. Er hat jetzt geschickt.
Eine Dreieinigkeit. Bomb Explosion. Ja, wir kommen schon ganz schön nah ran. Ich muss dann ein bisschen die Frontlane aufstocken. Aber sieht nach einem Block aus, jawohl. Ja, more workers. Auf jeden Fall. Jetzt ein Double Bomb Upgrade. Wolf noch Upgrade. Und dann schicken wir rein auf die 18. Hat viele Jünger, na, die so einen magischen Schadenschuss machen. Zwei Golems, ein Berserker. Und auf jeden Fall ein Voreis reinschicken und Stich. Stichschaden mit dazu. Universalschaden ist das okay. Dann müssen wir noch Stich mit reinhauen. Mal gucken, was noch geht. Oh, die Pyro habe ich noch gar nicht aufgewertet, Mensch. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Wie kriege ich zusammen? 188. Ja, Mimik macht keinen Sinn. Packleader mache ich wahrscheinlich noch mit rein. Und die ordentlich abgehen. Schnecke noch mit rein. Hoffentlich frisst die einen Schuss und dann ist schon mal ein bisschen was gesaved. Explosion, Explosion. Oh, das macht gut Schaden. Wir gucken mal hier rüber. Packleader auf jeden Fall noch am Start, oder? Ne, Packleader ist tot. Das ist der Centaur, der noch lebt. Wir knallen ordentlich rein. Ausreichlich kommt durch. Vorher hat geregelt, sehr gut. Ich habe auch gehalten. Ah, das reicht noch nicht. Aber es gibt uns wieder gut Vorteile. Zack. So, wir machen jetzt Wölfe. Wolf Party. So ein Ding. Ah, wir könnten auf die 20, weiß ich nicht. Der ist halt schon fett, ne? Aber macht die 21, glaube ich, schon am meisten Sinn irgendwo. Was kannst du denn? Schaden heilt sich um 100 Lebenspunkte für jeden Todesstoß. Bringt Schwächung. Naja, die haben so einen diesen Universalschaden-Schat. Den die übelst rausballern. Ja, na gut. Dann machen wir das eben. Den mit rein. Nein, du musst genau dahinter. So.
So machen wir das. Aber ich sammle jetzt noch für die nächste Wave. Ich glaube auch, das war ein bisschen zu früh, dass die das jetzt hier wegballern. Durch diesen Mega-Shut. Konzentriert sich halt alles auf ihn. Hat zu viele Jünger. Das ist das Problem, er hat zu viele Jünger. Jetzt senden und wir hoffen, dass wir jetzt noch überleben und senden nächste Runde. Ich glaube, wir hoffen, dass wir überleben. Mit einem 1000er Send. Das wird eklig. Er hat verkackt trotzdem. Das schaffe ich nicht. Er schafft es auch nicht. Wenn die durchkommen, könnten wir gewinnen. Ich meine, es ist nicht so viel angekommen. Das überstehen wir. Nice. Das ist super. Es wird beendet. Wir mussten nicht mal noch was senden. Krass. Geile Runde. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.